Die meisten Verkaufstrainer haben die falsche Brille auf, denn sie arbeiten nur mit den Verkäufern und zwar da an Verkaufstechniken, Kernsätzen und an Motivation. Was sie versäumen ist, die Führungskräfte und das ganze Unternehmen mitzunehmen. Und man braucht die Führungskräfte, um den Prozess zu ändern. Denn nicht das, was wir wissen, macht uns erfolgreich, sondern was wir tun. Die meisten Verkäufer wissen, das kann ich ihnen helfen, eine ungünstige Art der Ansprache ist. Sie haben das mal in einem Training gehört. Was sie aber nicht schaffen, ist, das Verhalten zu verändern. Und ohne Verhaltensveränderung gibt es keine besseren Ergebnisse. Das heißt, sie brauchen einen Prozess, den sie gemeinsam mit den Führungskräften erarbeiten müssen. Verkäufer und Führungskräfte gemeinsam. Denn die eigentlichen Trainer sind die Führungskräfte. Stellen Sie sich nun mal vor, ein Trainer, der einmal pro Monat kommt, was für eine Auswirkung der haben könnte. Selbst wenn der auf der Fläche arbeitet, ein paar Stunden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gerade etwas Vernünftiges beobachtet und dass der Verkäufer das dann auch noch weiter tut? Die wirklichen Trainer sind die Führungskräfte. Und wir bilden Führungskräfte zu perfekten Trainern aus. Denn die Durchsetzung und die Umsetzung, die muss von den Führungskräften kommen. Und vom Inhaber. Was wir machen können, ist, Sie dabei zu begleiten, Ihren idealen Prozess zu erarbeiten. Der ist nicht für jedes Möbelhaus gleich. Und wir geben den Führungskräften dann auch die Werkzeuge, wie man das umsetzt. Denn auch Führung ist ein Handwerk, zu dem Werkzeuge gehören, die man lernen kann. Genauso wie Verkaufen. Und ohne dass Ihre Führungskräfte neue Führungswerkzeuge benutzen, werden auch Ihre Verkäufer kein anderes Verkaufsverhalten an den Tag legen. Das heißt, wir arbeiten immer mit den Führungskräften und den Verkäufern gemeinsam an einem Prozess.